Und hier ist der Mann, der beim Public Viewing auf Rosamunde Pilcher umschaltet. Und das ist kaum zu glauben. Hier ist Kai Pflaume. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank und herzlich willkommen zu einer neuen, wunderbaren, unglaublichen Ausgabe unserer schönen Sendung. Danke, dass Sie sich wieder für kaum zu glauben entschieden haben. Und herzlichen Dank auch an die vier Mitglieder unseres Rateteams, dass Sie heute Abend wieder für uns Zeit hatten. Hier ist Bernhard Hoecker. Meine Freude, guten Abend. Hubertus Meyer-Burkhardt. Stefanie Stumm. Und Jörg Pilawa. Guten Abend. Und da wir das natürlich als Verpflichtung sehen, dass Sie heute Abend wieder mit dabei sind, haben wir auch wieder tolle Gäste eingeladen mit unglaublichen Geschichten. Und los geht es mit Jan Fitzner aus Wendlingen. Hallo Jan, guten Abend, herzlich willkommen. Wendlingen. Wir kommen gleich nochmal zu den vielleicht sogar sowieso bekannten Regeln der Sendung. Aber erstmal wollen wir Ihnen die Geschichte, also Ihnen zu Hause und unserem Publikum hier im Studio, euch natürlich nicht, die Geschichte von Jan kundtun. Bitteschön. Ja. Sie müssen nur mich... Laut. Laut. Ja, nicht lachen, wiederholen. So, Geschichte ist wieder ausgeblendet. Das war so ein... Jeder von euch hat auch heute wieder 45 Sekunden Zeit, seine Fragen zu stellen, die Jan und alle anderen Gäste nur mit Ja oder Nein beantworten. Am Ende gibt es noch eine Beratungsrunde. Für jede Runde, die du überstehst, gibt es 200 Euro. 1000 Euro könnten es werden. Bereit? Ich bin bereit. Sehr gut, Jan. Dann legen wir los. Den Anfang macht Bernhard Hoecker. Ich bin auch bereit. Ja, sehr gut. Auch das ist gut zu wissen. Und der Ratehinweis lautet, je Oller, je Dollar. Ja. Bitteschön. So, Jan, hallo, einen wunderschönen guten Sonntagabend. Suchen wir deinen Beruf? Nein, es ist nicht der Beruf. Ein Hobby. Ein Hobby? Hat es etwas mit alten Dingen zu tun? Nein. Das können wir so nicht mit Ja beantworten. Mit alten Personen? Ja. Menschen. Machst du etwas mit alten Leuten? Ja. Ist das eine Freizeitbeschäftigung? Für die Leute? Auch. Ja. Ja. Findet das draußen statt? Nein. Drinnen? Ja. Ja. Kommen die Leute zu dir? Ja. Und dort machst du etwas mit denen sehr doll? Ja. Hat es mit Bewegung zu tun? Ja. Ja. Und mit Stimme? Nein. 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 Sagen nicht mehr. Mehr. Nicht mehr. Nein. Ja. Es wird natürlich dabei geredet, aber es hat nicht viel mehr Stimme. Singen war so in die Richtung. So, die ersten 200 Euro. So, ein möglicher, baldiger, potenzieller... Jan! Nächster Fragesteller, wollte ich sagen, Hubertus. Ja? So, du bist dran. Lieber Jan, mit der Bitte um relativ schnelle Antworten. Folgende Fragen. Ist es im weitesten Sinne ein Sport? Nein. Nein. Kommen die Menschen in Gruppen zu Ihnen? Ja. Hat es eine heilende Wirkung? Nein. Hat es eine erotische Wirkung? Nein. Hat es was mit Sammeln zu tun? Nein. Mit Fotografie? Nein. Hat es was zu tun mit der Vergangenheit dieser Menschen? Nein. Hat es was zu tun mit, sagen wir mal, Trost und Zuspruch, also Hoffnung im weitesten Sinne? Nein. Also ist es eine Seelen... Sind Sie nein, Seelentröster? Nein. Hallo, ich habe mich nicht gefragt, nein. sind Sie bei Ihrer Tätigkeit auch durchaus in Gefahr? In Gefahr? Nein. 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 Ich habe an Akupunktur gedacht. Ja. So, 400 Euro, Jan. Genau. Ja. Ganz kurz, gab es irgendein Ja bei dir? Hm? Nein, ne? Wenn es ein Ja gegeben hätte... Stefanie. Hat es was mit Kleidung zu tun? Mit Kleidung? Ja. Nein. Nein. Hat es was mit einem, machen die älteren Menschen etwas bei Ihnen gemeinsam häkeln? Nein. Nein. Lernen die sich dort kennen?
Ja. Ist es eine Partnervermittlung? Aber es nicht, das ist aber nicht im Sinne der Geschichte. Okay, ja? Keine Partnervermittlung. Nein. Machen die Menschen dort etwas, was wir Jungen, naja, so kann ich mich auch nicht mehr so einbeziehen, aber die jungen Leute auch machen würden? Nein. Hat es was mit Musik zu tun? Nein. Hat es was mit Sprache zu tun? Nein. Mit Kreativität? Nein. Hat es gesundheitliche Aspekte? Ja. Ja, aber nur sekundär. Sekundär. Wir stehen bei 600 Euro, Jan. Es läuft auch deine Frau schaut ganz zufrieden. Ich habe eine ganz blöde Idee. Erstmal, bevor die Zeit läuft. Ich mag euch, ne? Aber danke für gar nichts. Also, hallo! Hol die wir wissen nix. Hol die Kuh vom Eis. Wir wissen, dass es um ältere Menschen geht. Ja, aber es geht um ältere Menschen. Und die sich drinnen bewegen. Und das irgendwann dazugehört. Ja. Und sie kommen, zu Jan. Er geht nicht zu ihnen hin. Sie kommen zu Jan. Ich versuch's jetzt mal. Also, je oller, je doller. Ich mach mal, also es geht um alte Menschen, je oller. Aber je doller. Heißt das, die machen körperlich etwas? Ja. Aber es ist kein Sport? Nein. Ich habe eine ganz blöde Idee. Meine Tochter geht in den Kindergarten. Die hat gerade einen Selbstverteidigungskurs gemacht im Kindergarten. Machen Sie vielleicht sowas wie Selbstverteidigung für alte Menschen? Ja. Sport? Nein. Sport? So. Aber wir brauchen noch eine Besonderheit. Ach. Ja. Oh. Ich nehme an, Sie nehmen keine Schusswaffen. Was kann man denn? Was ist die Besonderheit? Sie machen Selbstverteidigung für alte Menschen. Ist das eine asiatische Kampfsportart? Nein. Ach nicht, schade. Ist es... Ja, die Zahl ist um. Sehr gut, ne? Das ist... Ja, super. Ah, das war aber sehr gut. Das ist ja wirklich aber super. Jetzt. Also Verteidigung, aber keine Karate, kein Judo, kein... Ja, Selbstverteidigung. Ich kenne nur noch Kickboxen. Oder so. Das war auch asiatisch. Auch asiatisch. Auch asiatisch. Boxen, ohne Kicken, Boxen. Also gibt es denn eine deutsche Verteidigung? Ja, Boxen. Diskutieren. Du diskutieren. Laberst den anderen. Den Gegner in Gespräche verwickeln. Ja, genau. Stopp. Genau. Stopp. Stopp. Ja. Ja, genau. Du tollkühner Recke. Du kannst jeden in die Flucht reden. Du brauchst das nicht. Ja. Hm? Aber das ist ja gut. Also ja. Das heißt, was ist das Besondere an dieser Selbstverteidigungskurse für ältere Menschen? Ja. So, die Frage ist jetzt noch, was ist daran noch zusätzlich besonders? Angst und Selbstverteidigung. Hm. Das ist Selbstverteidigung mit Rolator. Zumba. Meinst du Zumba? Er macht den Zumba. Zumba für, nein, ja, er ist ein Meister des Zumbas. Das ist eine Mischung aus Samba und Verteidigung. Hm? Überlege, ob es sogar ist mit Hilfsmitteln. Es gibt auch Selbstverteidigung. Den Gegner in einen Tanz und zerstörst seine Kniescheibe. Das kann ich auch ohne Gegner meine Kniescheibe zerstören beim Tanzen. So, ihr Lieben. Gute Idee. Also, letzter Tipp von... Du machst Selbstverteidigungskurse für alte Leute und das Besondere daran ist, dass du sowohl Alltags- als auch Gehhilfen mit einbeziehst. Also vermöbeln mit einem Stock, einem Schirm oder den kompletten Rollstuhl ins Genick. Also als solche, die Alltagsgegenstände dieser Menschen mit einbeziehst. Ja. Das ist richtig! Wow. Das habe ich mal gesehen. Das ist ja irre. Jan gibt Selbstverteidigungskurse für ältere Menschen mit dem Krückstock. Nee. Ja, hört sich verrückt an. Ist es auch. Wuff. Autsch. Das tut richtig weh. Wo diese Herrschaften zuschlagen, wächst kein Gras mehr. Der böse Kerl kriegt eins drauf. Klar kriegt er eins drauf. Zwischen die Beine. Das ist am effektivsten, wie man weiß. Und das alles lernen Sie bei ihm, dem Großmeister Jan Fitzner. Ich bringe Senioren die Selbstverteidigung mit dem Gehstock bei. Eigentlich ist der 63-Jährige ein ganz friedlicher Hausarzt, hier kurz hinter Stuttgart. Selbstverteidigung habe ich als Schüler schon mit Judo begonnen. Und jetzt, wenn ich hier Hausarzt bin und mit vielen Senioren und ihren Ängsten zu tun habe, da ging mir durch den Kopf, Senioren haben zum Beispiel einen Krückstock dabei. Und der Sinn vom Kenfu ist, zu lernen, wie kann ich noch viel effektiver von oben nach unten draufhauen, damit auch wirklich Wirkung entsteht. Kenfu setzt sich aus dem englischen Stock und dem Kampfsport Kung Fu zusammen. Auf in den Kampf,
Fünf Jahre tüftelt er an seinem Programm für das reifere Semester. Wir bilden hier keine kleinen Jackie Chans aus. Wir üben den Umgang mit dem Krückstock, um Selbstvertrauen auszustrahlen, um eventuell auch mal zuschlagen zu können. Senioren-Selbstverteidigung mit Schirm, Charme und Stock. Vor diesen Rentnern muss man sich in Acht nehmen. Und wie sieht es privat zu Hause aus? Wird da auch mal gekämpft? Wenn er mal nicht so ist, wie ich möchte, dann ziehe ich ihm die Ohren lang. Aber wie Sie sehen, war es noch nicht oft nötig. Meine Frau hat immer recht. Gewaltfreie Kommunikation ist stets die sicherste Verteidigung. Wie schön! Dieses Kung-Fu gibt es auch in anderen Ländern? Also gibt es da internationale Vorbilder für das, was du jetzt hier in Deutschland machst? Es kommt insbesondere aus den USA. Da ist es eine Fitnesswelle einerseits, das ist aber gerade ja nicht die Selbstverteidigung, das wäre Sport und damit haben wir nur genau gar nichts zu tun, sondern unser Ziel mit dem Stock ist der Knockout. Und das hat was mit Selbstverteidigung, Kraft, Energie zu tun. Und ja, es ist ein bisschen rübergeschwappt von USA. Und am Ende hat es auch viel mit Selbstvertrauen zu tun, ne? Denn wenn man weiß, dass man sich im Zweifel wehren könnte. Das ist immer das Problem, was uns gelehrt wird, ist halt, stopp, das will ich nicht. Bleiben Sie weg. Naja, und dann bleibt halt der Böse bleibt dann weg. Ja. Oder ich habe halt noch was in der Hinterhand. Und dann begann die Idee, wenn die Jugendlichen kräftiger sein wollen, dann nehmen die einen Baseballschläger. Und wir haben doch eigentlich als Senioren den kleinen Bruder vom Baseballschläger dauernd bei uns. Warum nicht? Ja, das ist eine gute Idee. Das ist sicherlich etwas sehr Wichtiges und Wertvolles. Denn, auch und es Menschen, macht Spaß. Und es macht Spaß, das kommt da oben drauf. Ja, das haben wir also gesehen. Wir lachen viel in den Kursen. Das glaube ich wohl, da möchte ich nicht dran zweifeln. Und lachen werden Sie heute Abend auch über diese 800 Euro. Ja. Also viel Spaß mit dem Geld. Danke für den Besuch. Ja, und weiterhin alles Gute auch für Sie beide. Ja, Gabriela und Jan, Dankeschön. Weißt du, ob bei den Selbstverteidigungskursen im Kindergarten auch Hilfsmittel zum Einsatz kommen? Lolli. Den Schnuller. Nein, ich fand das ganz beeindruckend, weil inzwischen gibt es zu Hause klare Ansagen. Mhm. Das heißt immer Stopp. Mhm. Ja, aber nicht mehr von den Eltern. Früher gab es die Ansagen von den Eltern. Nee, von den Eltern gibt es ja lange nicht mehr. Nein. Stopp, ab in dein Schlafzimmer, ich möchte allein in der Küche. Genau, so ist das. Ja, unser nächster Gast freut sich auf euch, freut sich auf Sie, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, hier ist Johannes aus Oberstdorf. Grüß dich, Johannes. Sport, der Mann geschwommen. Wir haben es schon. Wir sind schon fertig. Mal nicht überreagieren, ja? So, schauen wir mal, ob ihr da drauf kommt. Oh. Siehst du? Bewunderung. Bewunderung. Ja, alles klar. Alles klar. Ja. Alles klar. Ja. Sport. Nein. So, ihr Lieben, Hubertus beginnt. Ja. Ich denke, 200 Euro sind dir sicher. Ja, den Hubertus, er hat es heute mit dir. Ja, den Hubertus muss man immer ein bisschen anstacheln. Ja, weißt du, dann gibt er sich noch mehr Mühe. I love als sonst. You. Und wir haben auch einen besonders schönen Ratehinweis für dich, lieber Hubertus. Ja, ich danke dir. Ja, der Ratehinweis lautet: Johannes liebt es andersrum. Ah, ich verstehe. Das ist Stefanie auch schon aufgefallen. Egal. So, los geht's. So, wir reden von einer Sportart. Ja. Wir reden von einer Wintersportart. Nein. Wir reden von einer Sommersportart. Ja. Diese Sportart machen Sie verkehrt rum. Eindrucksvoll. Nein. Nein. Begeben Sie sich in Gefahr? Nein. Ist es in der Luft? Nein. Zur Erde? Ja. Mit Wasser hat es nichts zu tun? Hat nichts damit zu tun. Ist es eine Sportart auf Rollen? Nein. Auf Kufen? Auch nicht. Auf Ihren Füßen? Auf meinen Füßen, Sie laufen also? Ja. Laufen Sie über Berge? Nein. Laufen Sie im Sport, in der Sportarena? Nein. Sie laufen im freien Feld? Nein. Sie laufen zu Hause? Nein. Sie laufen, wo laufen Sie her? sind Sie der Einzige, der das macht?
Nein. Okay, haben Sie einen? Gut. Ja? Ich weiß, wie man den Hubertus zur Höchstleistung treibt, oder? Das ist der Hammer. Ja. Super. Ja. So, wir hatten 200 Euro. Wir beobachten jetzt Stefan. Laufen Sie, warte mal, ich kann mich so schwer konzentrieren. Laufen Sie rückwärts? Nein. Laufen Sie, aber laufen Sie draußen? Ja. Nein. Sie laufen draußen. Auf normalem Weg? Nee. In Stadion? Nee. Keine Berge? Doch, Berge? Doch. Sie laufen Berge. Andersrum aber nicht heißt... auf Bergen an sich. Also es sind Berge in der Nähe. Sie laufen statt hoch, laufen Sie nur runter. Nein. Sie laufen nur hoch. Ja. Und dann oben. Was ist die Frage? Schöner Kaiserschmarrn. fliegen Sie dann runter? Ist es wichtig zu fragen, wie Sie wieder runterkommen? Nein. Aber Sie laufen hoch. Ja. Einen Berg. Nein. Jetzt geht's ans Eingemachte. Da müssen wir gut hinhören. Hä? Er läuft irgendwo hoch. Aber draußen. Ne? Aber draußen. Das was mich stutzig macht. Laufen Sie an Gebäuden hoch? Nein. Laufen Sie Skipisten hoch? Nein. Laufen Sie Langlaufloipen im Sommer ab? Nein. Laufen Sie, was gibt's denn noch? Ja, ja. Laufen Sie Sprungschanzen hoch? Ja. Ja, ja, Moment. Es gibt nur andere, die das machen. Aber dann sind Sie die Sprungschanze in der größten Geschwindigkeit hochgelaufen. Ja. Das heißt? Ein Weltrekord im Skischanzen hochlaufen. Das also ist richtig! Wir sind heute so gut, Hubertus. Das war jetzt wirklich Teamarbeit, oder? Ja, vorbereitet. Mal, Freunde, nur mal ganz kurz Beachtung, dass wir das jetzt nicht einfach so dahin nehmen. Ne? Nein. Das ist Johannes Ritzek. Ja. Ja. Sechsfacher Weltmeister in der nordischen Kombination, zweimal Olympiasieger. Ja? Aber der Mann braucht ja auch mal ein bisschen Abwechslung. Ja. So sieht's aus. Ja, genau, ein bisschen alternatives Trainingsprogramm. Ja. Genau. Und so ist er dazu gekommen, auch mal eine Schanze von unten nach oben zu laufen. Super. Und das hat er in 27 Sekunden bewältigt. Und das war Weltrekord. Gut, besser, Weltklasse. Johannes Ritzek ist der neue Superman der nordischen Kombination. Doch kaum zu glauben, diese Erfolge reichen ihm noch nicht. Ich bin in 27 Sekunden diese Skisprungschanze hochgerannt. Weltrekord. Im Winter runter, im Sommer nun also rauf. Johannes geht gerne mal steil. Früher war das so Strafe, wenn man keinen Telemark gesetzt hat, musste man die Schanze hochlaufen. Oder mal auf Zeit hochzulaufen. Ja, als dann die Anfrage kam, habe ich natürlich zugesagt. Damals wusste ich noch nicht genau, auf was ich mich da einlasse. September 2017 im heimischen Oberstdorf. Diese Schanze gilt es zu bezwingen. Beziehungsweise 50 Meter von ihr, bei einer Steigung von 37 Grad. Ohne Hände, nur die Füße durften das berühren, macht das nochmal richtig viel schwerer. Und mein Gegner war Alex Schauer, ein Parkourläufer. Wusste ich auch gar nicht, wie ich ihn einschätzen soll. Unter den strengen Augen einer Guinness-Buch-Jurorin geht es los. Natürlich nur mit dem richtigen Spezialschuhwerk. Das war so ein Autoreifenprofil mit der dazugehörigen Gummimischung, dass man einfach da den Grip auf der glatten Oberfläche bis oben hin hat. Ich glaube, ohne das wären wir da runtergepurzelt. Dann auf den letzten Meter hat es ultra weh getan. Und da sind vielleicht meine Sprint- oder Ausdauerstärken zu tragen gekommen. Mit 3,5 Sekunden Vorsprung gewinnt Johannes das steile Rennen. You are officially amazing. Das war ziemlich cool. Früher als Kind hat man immer so das Guinness-Buch durchgeblättert, da selber jetzt drin zu stehen. Auf jeden Fall richtig cool. Johannes Ritzek, ein Mann, der nicht nur beim Skispringen das Weite sucht. Sensationelle Geschichte. Unglaublich.
alles. Boah, alles wie, unglaublich. Wie lange hast du dich denn darauf vorbereitet, auf diesen Weltrekordversuch? Ja, gar nicht so lange, aber nicht. Ich habe das tatsächlich erst mal unterschätzt, dass das wie anstrengend das ist. Ich habe gedacht, ja, ich laufe ja sonst die Berge bei mir daheim hoch, aber es war dann doch ganz anders auf dieser glatten Oberfläche, da wirklich nur auf Reibung zum Laufen. Mhm. Es war mega anstrengend, wo ich dann so drei, vier Tage vorher das getestet habe, habe ich gemerkt, hoppla, da muss ich jetzt die Tage noch gut nutzen. Ja, muss einen raushauen. Ja. Ja, wie viele Versuche hat man bei so einem Weltrekordversuch? Wir hätten drei insgesamt gehabt. Beim zweiten ist dann der Weltrekord zustande gekommen. Und, woran ist beim ersten gescheitert? Da waren wir beide mit den Händen vorher auf dem Boden. Weil man, wenn man da, sobald man einmal mit den Händen irgendwie berührt, gilt das ungültig. Und da sind sie sehr, sehr, sehr streng. Mhm. Und deswegen beim zweiten, und da hat es halt schon richtig wehtan. Wir waren schon ziemlich angenockt vom ersten Versuch und dritter wäre da nicht mehr machbar gewesen. Boah. Ganz toll. Also eine herausragende Leistung einmal mehr, Johannes. Danke. Für die kommende Saison. Wünschen wir natürlich alles Gute, viel Erfolg, dass da noch viele Titel oben drauf kommen. Bei uns sind es heute 400 Euro geworden, aber damit lässt sich auch eine Menge anfangen. Ja? Johannes Ritzek aus Oberstdorf, meine Damen und Herren. Danke dir, Johannes. Das Ende fängt was Neues an. Muss nur dran glauben und dann wird alles gut. Im Normalfall geht es für jeden auf so einer Schanze wahrscheinlich eher darum, da überhaupt raufzukommen. Wahnsinn. Ja, also. Da ist kein Gedanke daran zu verlieren, da in einer möglichst kurzen Zeit raufzukommen. Irre. Aber spannend. Hat von euch schon mal jemand oben auf einer Schanze gestanden? Ja. Und ich habe gesagt, wer da runterfährt, muss bekloppt sein. Das ist so hoch, das gibt's nicht. Ja. Und du kannst ja auch nicht mehr, wenn du einmal unterwegs bist. Halt! Wird es mit dem Bremsen schwierig. Ja, du siehst ja nicht mal, wo du richtig hinspringst. Ich war mit meiner Seniorengruppe oft oben. Ja. Mit dem Gehstock. Ja, genau. Und dann haben wir unsere dritten Zähne runtergebracht. Mit dem Treppenlift hoch. Also genau. Wessen Zähne als erste unten waren geworden. Ja, wir sind auch gut unterwegs hier in dieser Sendung heute. Und unser nächster Gast sitzt bereit. Herzlich willkommen, hier ist Arndt aus Speyer. Christian, herzlich willkommen. Falls du ohrenmäßig ein bisschen empfindlich bist, vielleicht jetzt kurz zuhalten. Oh. Das macht ihn Spaß. Na. So, die Geschichte ist wieder ausgeblendet. So ein Hoho. Ja, Stefanie beginnt. Hoho. Und der Ratehinweis lautet: Arndt ist ein gern gesehener Gast in der High Society. Okay. Sind Sie oft auf Partys? Ja. Auf Hat Partys. Aber damit nichts zu tun. Okay. High Society. Begeben Sie sich in der High Society? Sind Sie da in dem Umfeld? Sind Sie Bodyguard? Nein. Caterer? Nein. Sind Sie selber, gehören Sie dazu? Haben Sie was mit der Tür steht? Nein. Was machen Sie, die Dekoration? Nein. Hat es was mit Politik zu tun? Nein. Hat es was mit Boris Becker? Wieso komme ich jetzt auf Boris Becker? Ja, bei mir auch. Wegen Nein. Boom. Nein. Okay, Sie machen da, Sie arbeiten da? Ja. Ist es ein normaler Job? Nein. Okay, weil Sie spezielles Essen, hat das mit Essen zu tun? Nein. Hat es mit Essen zu tun? Na ja. Kleiner Insider. Jörg. Hä? Okay, wir suchen Ihren Beruf. Ja. Ist es ein Lehrberuf? Nein. Hat es was mit Toiletten zu tun? Nein. Jetzt bin ich raus. Okay, es hat nichts mit Essen zu tun? Nein. Machen Sie Musik? Nein. Machen Sie Spiele? Nein. Hat es was mit dem Fuhrpark der High Society zu tun, mit Transport? Nein. Aha. Hat es was mit der Garderobe zu tun von Prominenten? Nein. Mit der Frisur? Nein. Mit dem Make-up? Nein.
Entschuldigung, ich muss lachen. Haben Sie einen meiner drei Kollegen schon mal versorgt bei einer Veranstaltung? Nicht, dass ich wüsste. Sie sagen nichts. Gut, hat es was mit Alkohol zu tun? Nein. Barmixer, Bar... Nein. Leider nicht, nein. Aha, nee, dann bin ich raus. So, wir sind bei 400 Euro. Ich versuche mal. Ja, aber wir sind. Ja. Weil es in, wir sind nicht in hohen Häusern. Ne? Das ist High Society. Ganz klar bei High Society. Okay. Ich bin mal gespannt, ob der Bernhard einen neuen Ansatz findet. So, gehen Sie auf Veranstaltungen? Nein. Gehen Sie zu den Leuten nach Hause? Nein. Kommen die Leute zu Ihnen? Nein. Treffen Sie die Leute persönlich? Nein. Reden Sie über die Leute? Nein. Sammeln Sie etwas von diesen Leuten? Nein. Wissen Sie etwas über die Leute? Nein. Super Job. Dafür kriegt ihr Kohle. Kennen die Leute Sie? Nein. Und warum um alles in der Welt sind Sie da gern gesehen? Wenn Sie sie nicht sehen und nicht gesehen werden. Okay, das ist wirklich schwierig. Der Erfinder der Tarnkappe. Ja, ja, genau. Ich habe keine Ahnung. Geht's Ihnen gut? Super. Ja. 600 Euro. Es ist nicht die High Society. Doch, haben wir doch gerade gefragt. Es gibt einen Film, der heißt High Society. Welche Leute denn eigentlich? Ja, genau, die Leute. Habt ihr doch gefragt. Wir reden über die. Ich bin dran, glaube ich. Ne? Ja, ja, okay. Ja. Reden wir über deutsche Prominente? Nein. Reden wir über internationale Prominente? Nö. Reden wir überhaupt über Prominente? Nein. Aha. Reden wir über Menschen, die irgendwie hoch leben? Nein. Reden wir über Menschen? Nein. Reden wir über Tiere? Ja. Über Vögel? Nein. Reden wir über Giraffen? Nein. Über hohe Tiere? Nein. Reden wir über fliegende Tiere? Nein. Insekten? Nein. Wir reden über Tiere. Wir Säugetiere. Reden über Säugetiere? Nein. Über Katzen? Nein. Ach, warum? Das sind auch Säugetiere. Sind auch Säugetiere, genau. Was ist heiß? Wir haben das ja nicht geklärt, verdammt. Ja, aber ja. Hubertus hat euch entscheidend weitergebracht. Ja, das muss man mal festhalten. Wie kamen wir denn darauf, dass wir die ganze Zeit bei den Prominenten sind, ne? Ja, irgendwie. Also, Tiere. Tiere. Wir reden über Tiere. Keine Vögel? Keine Vögel, keine Säugetiere. Katzen sind auch Säugetiere, hat mir Kai gerade erzählt. Wir reden. Bin mir da nicht ganz sicher. Ich auch nicht. Also, was wir noch haben, sind Fische. Mhm. Aber High Society bei Fischen gibt doch dieses Lied. Ach, wie ein Hai. Aber dann wäre es ja anders geschrieben. Nein, ach, ist damit absolut. Der ist so ein Fensterputzer im Aquarium bei den Haien. Genau. Also, das habt ihr noch jeder einen Tipp? Stefan, genau. Beginnt. Ja. Ja, sie, nein, der hat ein Hai als Haustier. Nein. Nein. Macht den Fensterputzer? Ich bin oft in diesen Aquarien. Sie sind dieser Fensterputzer in den Aquarien, wo die Haie schwimmen. Das ist richtig! Deswegen war es ja auch in Anführungsstrichen geschrieben. Die High Society. Ja, man muss sich schon was einfallen lassen hier als Ratehinweis für euch. Ist nicht so einfach. Ne? Ja. Ah, das ist ein besonderer Beruf, ja, machen nicht so viele. Und es ist wirklich jeden Tag aufs Neue spannend und aufregend. Das ist Arndt Hadameck aus Speyer. Er ist auf dem Weg zur Arbeit. Sieht ein bisschen komisch aus, macht aber Sinn, denn... Ich bin Fensterputzer im Haifischbecken. Interessante Berufswahl. Kaltes, klares Wasser. Aber wie kommt man denn auf diesen Job? Ich bin von Kindesbeinen an leidenschaftlicher Aquarianer, habe selber Aquarien zu Hause gehabt, war selber tümpeln, habe Frösche gefangen und sowas früher als Kind gehalten. Und später kam es Tauchen dazu. Ja, und jetzt darf ich das sogar beruflich machen. Das ist für mich ein Traum. Ein 320.000 Liter Becken mit 20 Haien und jeder Menge anderer Meeresbewohner. Kaum zu glauben. Und wie sorgst du jetzt genau für klare Verhältnisse? Das große Becken, wo die ganzen Haie drin rumschwimmen, da müssen wir halt rein als Taucher und die Scheiben reinigen. Ganz ungefährlich scheint es ja nicht zu sein. Wir gehen zu zweit rein, um uns gegenseitig abzusichern. Die Haie sind gar nicht so das Problem, wo viele Leute ja denken, die sind sehr, sehr gefährlich. Sind sie aber nicht wirklich für uns. Der Marty, unser Schildkröte, ist viel interessierter an uns Tauchern.
Der hat mir auch schon mal einen Popo gewissen und hat mal geprüft, ob das was Essbares ist. Gut. Klingt so, als wären die Überlebenschancen nicht so schlecht. Das ist für mich auch ein Traumjob hier, weil ich halt viel Wissen über die Tiere auch weitervermitteln kann. An die Kinder. Man kann denen halt viel näher bringen, warum ein Hai in der Natur gefährdet ist oder die Schildkröten. Und so kommt man viel näher auch mal an die Tiere ran. Arndt Hadameck. Mit allen Wassern gewaschen. Ja, da kann Fensterputzen sogar Spaß machen, ne? Ja, das macht Spaß. Wie oft in der Woche müssen die Fenster gereinigt werden? Also wir gehen normalerweise einmal die Woche, gehen wir bei uns in das Becken rein. Ist das dann während der Öffnungszeit? Ja, das finden die Besucher auch immer sehr spannend, weil die haben natürlich auch die schlechten Geschichten von den Haien gehört und denken halt, die wollen uns fressen, aber das machen sie nicht. Ich hab mal eine Frage, weil ich bin da wirklich oft. Sind die eigentlich so, ist das eine optische Täuschung, dass die Tiere größer wirken? Es ist eine optische Täuschung. Also wir haben ja alle auch Tunnels meistens in Aquarien und die verzerren natürlich. Je näher der Fisch dann dran ist, dann wirkt der Scheibe, desto deutlicher oder desto realistischer ist es dann wirklich auch. Was ich interessant fand, war, dass die Schildkröte das Gefährliche ist. Weil das habe ich schon mal gehört, dass beim Haie füttern muss man die Schildkröte ablenken. Weil also deswegen zu zweit. Ja. Das ist halt einfach, der Martin ist halt super interessiert an allem, was ins Wasser reinkommt. Und wenn ich das bin, dann würde ich erstmal geprüft. Und dann beißt er halt mal zu. Und die haben als Kinder fressen die nämlich Fleisch, glaube ich. Ne? Und deshalb erinnern die sich als Erwachsene dran, wenn dann einer wieder rumschwimmt. Ja. Und heute weiß er, wenn er den Brokkoli liegen lässt, die Haie interessieren sich nicht dafür, dann kann er sich eher mal was Wichtiges holen. Das ist Kannst du aus diesen Erfahrungen auch zu Hause dann sinnvoll etwas anbringen? Ja, meine Frau findet das natürlich ganz toll, dass ich bei uns im Sealift immer die Scheiben putze und dementsprechend. Zu Hause. Nur die Nachbarn gucken mal ein bisschen blöder, wenn du da mit der Taucherbrille Richtig, stehst. Richtig, und ne? den Flossen da ankommen, genau. Ja, heute sind es 800 Euro geworden. Danke schön. Und eine wunderbare Geschichte. Alles Gute. Liebe Grüße auch an die Kollegen nach Speyer. Gut, ja. Ja, Wortspiele gehören zu dieser Sendung. Ja. Genauso wie die Geschichten unserer tollen Gäste. Unser nächster Gast ist Laura aus Berlin. Hallo Laura. Hallo. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Achtung, der feine Klang der Möwentröte. Ja. Oha. Da bekamen einige Schnappatmung. Ja. Jörg beginnt. Ach, Jörg. Tja. Was? Was? Mach den Hinweis. Ich kenne Laura. Ja, aber das ist doch fair. Nee, da haben wir eine sehr feine, interne Verabredung. Das kann ja immer mal passieren. Ja, weil ich den Bericht gesehen habe. Wir wissen ja nicht, wen ihr so kennt und wen nicht. Ja? Dann hältst du dich einfach mal raus in dieser Runde. Ja, wir reden gleich mal 45 Sekunden so miteinander. Ja, ja. Das finde ich super. Ja. Ich hätte auch super ganz toll. Aber der Hinweis wird dich mal interessieren. Der Hinweis, super. Ja. Dann beginnt Bernhard jetzt in diesem Fall. Und der Hinweis lautet, Lauras Spezialität ist Handarbeit. Ja. Der ist gut. So, Bernhard. Unsere Gruppe wird kleiner. Ja. Aber hallo Laura, suchen wir dein Hobby? Nee. Suchen wir deinen Beruf? Ja. Ist es dein Handwerk? Ja. Das machst du wirklich mit den Händen? Mhm. Schaffst du etwas? Nee. Veränderst du etwas? Nee. Arbeitest du an einem mit Gegenständen? Nee. An Menschen? Nee. An Materie? Auch nicht. Das heißt, du machst Dinge mit der Hand. Ja. Zeigst du damit etwas? Ja. Stellst du damit etwas dar, was Künstlerisches? Ja. Schatten zum Beispiel? Nee. Machst du, ist das was Tänzerisches? Ja. Du bewegst die Hände zur Musik? Du bewegst die Hände zur Musik und wir müssen nur noch rauskriegen, was. Ich weiß es. Bitte. Weiß so, 200 Euro sind es schon mal. Jetzt weiß ich auch. Hubertus. Kommen Zuschauer zu Ihnen. Mhm. Kommen Sie in ein Theater, wo Sie auftreten? Ja. Oder ein Theaterzelt? Oder gehen Sie auch zu den Leuten nach Hause? Seltenst. Eher privat. Die Musik, die eher privat?
Nein, wenn sie mal zu Leuten nach Hause geht, dann privat, aber dann nicht. Nein, dann nicht. Die Musik, es ist klassische Musik? Auch. Ist es auch Rockmusik? Mhm. Also alle. Hat es was mit Musical zu tun? Mhm. Hat es was zu tun mit Schlangen eventuell? Schlangen? Schlangenbeschwörung, ja, Schlangenbeschwörung. Also im Sinne von, ich versuche halt was auszutesten. Nee. Also Tiere spielen keine Rolle, sondern nur Menschen. Okay, vielen Dank. Ich habe keine Ahnung, was das ist. 400 Euro. Na? Ja, ich weiß es. Dann sag's. Du weißt es jetzt ja. Eurovision Song Contest. Sie haben in Gebärdensprache die Songs übersetzt. Ja. Ja. Das ist Lauras Beruf. Das ist richtig. Ja, nimm's als Kompliment, weil du bist im Gedächtnis geblieben. Ja, das war ganz Mist. Mensch, hättest du noch mal Laura eine Runde. Laura ist Gebärdensprachdolmetscherin und ihre absolute Spezialität ist es, Konzerte und insbesondere auch Rockkonzerte für gehörlose Menschen zu übersetzen. Ja. Super. Das finde ich aber großartig. Laura Schwenkbeer aus Berlin baut nicht nur Brücken zwischen tauben und hörenden Menschen. Sie geht noch einen Schritt weiter. Mit Gebärdensprache übersetze ich Musikveranstaltungen für Gehörlose. Wie bist du überhaupt zur Gebärdensprache gekommen? Mein bis heute bester Freund ist in der Zeit, in der wir uns kennengelernt haben, taub geworden. Und das hat so genervt beim Spielen damals, wir waren noch relativ klein, dass wir uns einfach selber so Zeichen ausgedacht haben für Buchstaben. Und das war so mein erster Schritt Richtung Gebärdensprache und dann bin ich auch deswegen später ins Studium gegangen. Kann ich euch mal bitte ausreißen? 2009 fängt Laura an zu studieren. Ihre unbändige Leidenschaft für Musik bringt sie später auf die Idee, auch Konzerte für Gehörlose zu übersetzen. Wenn ich nach Konzerten von der Bühne komme, ist es oft so, dass taube Menschen dann total strahlen und total begeistert sind, so wie das Hörende eben auch sind und sich so eine Masse im Flur draußen bildet, die einfach total so wabert vor Begeisterung und das ist super, super schön. Seit 2016 darf Laura beim Eurovision Song Contest ihren Job machen. Auch beim diesjährigen Gesangswettbewerb war sie online zu sehen. Und mein großes Ziel ist, dieses Event ESC, was für ganz viele hörende Menschen ein Riesen-Happening ist, genauso zu transportieren in die Gebärdensprachgemeinschaft. Und das ist das, wie ich meine Arbeit verstehe, einfach Leuten ein Recht zur Kultur zu ermöglichen. Laura Schwenkbeer. Für uns bist du die Dolmetscherkönigin. Heute werden es ja wahrscheinlich zunehmend mehr gehörlose Menschen sein, die Konzerte besuchen, dank dieser Unterstützung, die du ihnen da bietest. Aber gab es das auch vorher schon? Also gehen gehörlose Menschen auf Konzerte? Definitiv. Also es gab auch immer mal wieder so das ein oder andere gedolmetschte Konzert durchaus, aber das war dann eher so das Happening des Jahres, weil es gab halt zwei im Jahr oder so. Und wir sind jetzt, also ich dolmetsche irgendwas zwischen 50 und 60 Konzerten im Jahr. Also das war so ein Bam-Steigerung. Großartig. Und man merkt, dass es immer mehr Leute werden, die nicht nur sagen, ah toll, da wird irgendwas random gedolmetscht, sondern Laura, das hätte ich jetzt gerne. Und das gab es vorher so in der Form echt selten, dass man sich wirklich Sachen aussuchen konnte. Ich kann mir jetzt vorstellen, speziell jetzt so im Hip-Hop oder im Rap, ja, wo ja auch sehr schnell dann gesprochen wird, musst du ja auch sehr schnell übersetzen. Ja, das ist mega anstrengend. Mhm, ziemlich, ja. Also ich trainiere halt echt viel dafür irgendwie und versuche halt schon natürlich jeden Inhalt rüberzubringen. Aber das Schöne an Gebärdensprache ist, dass ich bis zu 5 Informationen einfach gleichzeitig senden kann. Also ich habe halt die Mimik, teilweise spielt es eine Rolle, wo ich hingucke und das sind ganz, ganz kleine Augenbewegungen, die da wichtig sind und das ermöglicht es mir unheimlich viel Zeit zu sparen bei dieser eigentlich ja sehr langsamen Bewegung der Hände. Du musst ja alle Songs kennen. Ja, die Texte auch. Wahnsinn, ne? Ja, quasi. Kennst du diesen Status von, der Titel läuft im Radio, du kannst mitsingen, wenn der Beifahrer ausdreht und hören will, wie du schief mitsingst, dann ist der Text weg. Weg. Genau diesen Status brauche ich, weil Live-Konzerte, du meinst doch nicht, dass die wirklich die erste Strophe vor der zweiten singen und so. Ja, ja. Das machen die ja alle gar nicht. Stark. Dann kommen wir auch mal durcheinander. Ja, oder machen das bewusst, genau, und verraten es mir vorher nicht. Und dann muss ich halt vorher, also spontan reagieren können und deswegen nicht durchchoreografieren, aber die Titel gut kennen. Hast du einen Lieblingskünstler?
Ich würde unheimlich gerne mal mit Max Herre unterwegs sein. Max Herre, also der und steht noch aus. Ja. Ja. Laura, das hat großen Spaß gemacht. 400 Euro sind es geworden. Ja, viel Spaß damit und viel Erfolg weiter. Und viele Grüße an Max Herre, der hat das jetzt sicher gehört. Wo hattest du Laura gesehen, Jörg? Es gab einen Bericht, glaube ich, im NDR Fernsehen. Mhm. Ne? Genau, jetzt. Weil die Dame nickte auch gleich, als sie es gesehen hat. Ne? Das fand ich so beeindruckend. Ganz wichtiger Service. Ja, bei uns gibt es ja Untertitel zu dieser Sendung. Ja, unser nächster Gast hat Platz genommen, ist bereit. Ihr seid es hoffentlich auch. Matthias aus Innsbruck, herzlich willkommen. Grüß dich, Matthias. Servus. Hallo. Ja, das ist die Geschichte von Matthias. So, Geschichte ist wieder ausgeblendet. Hubertus beginnt und der Ratehinweis lautet: leider überbelichtet. Hä? Lieber Matthias, suchen wir nach einem sportlichen Ereignis? Nein. Nach einem Rekord? Nein. Nach einem Event? Nein. Nein. Hat es was mit deinem Beruf zu tun? Nein. Mit deinem Hobby? Nein. Das, was dir passiert ist, ist das, was du angestrebt hast? Nein. Nein. Ist dir wider Willen passiert? Ja. Warst du dabei in Gefahr? Ja. Ist es draußen passiert? Ja. Ist ein Auto beteiligt gewesen? Nein. Du warst als Fußgänger beteiligt? Ja. Kein Fahrrad? Also kein Fahrrad beteiligt. Ist ein Tier beteiligt gewesen? Nein. Ist es fotografiert worden? Ja. Diese Geschichte. Und vielleicht mit einer Radarkamera? Nein. Ich auch gedacht. Ja. Die ersten 200 Euro. Ja. Auch gedacht. Okay. Stefanie. Geht es um ein Foto? Ja. Auf dem Foto sind Sie abgebildet? Nein. Ein Tier? Nein. Etwas anderes, was mystisch aussieht? Das liegt im Auge des Betrachters. Ein UFO? Nein, ich glaube nicht. Ist ein Gegenstand auf diesem Foto? Nein. Suchen wir überhaupt, was auf dem Foto abgebildet ist? Nein. Nicht notwendigerweise. Nee. Okay, mit diesem. Es schadet nicht, aber... Haben Sie dieses Foto gemacht? Ich habe es eigenhändig mit meinen eigenen Händen gemacht. Sie haben ein seltenes Foto gemacht im richtigen Moment? Ja. Der Moment, das heißt, was Sie auf dem Foto fotografiert haben, ist es das, was Sie auch fotografieren wollten? Nein. Nur es sieht anders aus? Nein. Nein, definitiv. So, Matthias, wir sind bei 400 Euro. Jörg? Boah, Matthias, Hammergeschichte. Ist es in Österreich passiert? Nein. Ist es wichtig, wo es passiert ist? Ja. Sind Sie gestürzt? Nein. Sind Sie irgendwo rausgefallen? Nein. Sind Sie irgendwo runtergestürzt? Nein. War es ein Unfall? Ja. Tat es weh? Im weitesten Sinne, ja. Ja. Würden Sie es gern nochmal machen? Nein. War es in der Luft? Nein. Sind Sie irgendwo reingefallen? Nein. Und während Sie dieser Unfall passierte, haben Sie ungewollterweise auf den Auslöser gedrückt und das Foto gemacht? Das... Ja. So, 600 Euro. Unfall. Bernhard? Unfall. Ja. Sie sind gefallen. Zu Lande? Ja. Beim Laufen? Er ist nicht gefallen, das wurde nie mit Ja beantwortet. Also, jetzt ja. Ja, also. Jetzt. Nicht zu viel verraten. Gestürzt. Von oben nach unten? Nein. Okay, gut. Ja. Also, es ist irgendwas passiert und es ist ein Foto dabei passiert. So. Ja. Yes. ist das Motiv relevant? Handelt es sich um ein Tier? Nein. Um ein Naturereignis? Ja. Ist das etwas sehr Helles gewesen? Ja. Ein Blitz? Ja.
Sie haben einen Blitz in einer besonderen Situation fotografiert. Sie haben einen Kugelblitz fotografiert. Nein. Oh. Nein. Aber gut. 800 Euro. Also zusammengefasst. Er ist vom Blitz getroffen und hat das fotografiert. Genau, das kann sein. Ja, man sieht vielleicht sein Skelett. Auf dem Skelett. Wie so ein Röntgenbild. Er ist von einem Blitz getroffen worden und hat dann dabei fotografiert und hat durch viel Glück überlebt. Ja. So ist das Röntgenfoto erfunden worden. Ja. So, das ist meine Theorie. In welcher Reihenfolge gibt es Hubertus Finger? Also ich glaube, ich verlängere mal den Gedanken von Jörg. Sie sind draußen langgelaufen, sind vom Blitz getroffen worden und während Sie vom Blitz getroffen worden, hat das Foto, Ihr Fotoapparat ausgelöst und es ist ein Foto entstanden, das Sie nicht eigentlich schießen wollten. War das meine Idee? Mach doch irgendwann mal einen Punkt. War das meine Idee? Mach doch mal einen Punkt, Hubertus. Weil sonst komme ich ja gar nicht dazu zu sagen, das ist richtig! Ha! Ja. Aber da muss ich sagen, gehen 80% an Jörg. Also. Es geht ja, ich würde sagen 95. Heute geht eine Menge auf den Ball. Ja, das ist wirklich natürlich absolut ungewollt und nicht angestrebt und sehr spektakulär und im Grunde auch ein kleines Wunder, dass Matthias heute hier sitzt. Ja. Das Foto hatte er ja schon machen wollen, aber das mit dem Blitz in dem Moment, das konnte keiner vorhersehen. Ein Mann, ein Foto und ein 40 Millionen Volt Blitzschlag. Das ist die unfassbare Geschichte von Matthias Steinhuber aus Innsbruck. Ich bin auf einem Steinehaufen aufgewacht, nackt, die Kleidung zerfetzt und wusste eigentlich nicht recht, was los ist. 22. August 2017. Matthias ist mit seiner Freundin Katrin Klausner auf Kalifornien-Rundreise. Am Ende unserer USA-Reise haben wir eine Wanderung gemacht. Das ist eine Etappe des Pacific Crest Trail. Dort oben habe ich dann ein paar Fotos gemacht. Ich war schon vorgelaufen. Plötzlich habe ich diesen riesen, riesen Knall gehört. Ich habe aufgeschaut und das Einzige, was ich gesehen habe, war einfach nur Rauch und Funk. In dem Moment, wo Matthias auf den Auslöser seiner Handykamera drückt, schießen ihm 40 Millionen Volt durch den Körper. Das ist mein Schuh, den hatte ich an auf der Wanderung und der ist halt einfach explodiert. Der Fuß ist ja noch dran, also das ist eigentlich das Unglaubliche. Er kommt mit dem Leben davon, aber nicht ohne schwerste Verbrennungen. Im Krankenhaus hat mir einer gesagt, die Wahrscheinlichkeit im Lotto zu gewinnen ist höher als vom Blitz getroffen zu werden. Und ich habe dann gesagt, ich würde lieber im Lotto gewinnen. Kaum zu glauben. Sein Handy hat das Foto vom Blitzeinschlag tatsächlich gespeichert. Eine einmalige Momentaufnahme. Wahnsinn. Gehe davon aus, Matthias, du hast dieses Foto und Bilder dazu ja schon häufiger im Nachgang noch mal gesehen. Durchlebt man den Moment trotzdem jedes Mal aufs Neue? Nein, ich muss auch sagen, ich weiß ja nichts mehr davon. Also, dass ich jetzt oft fragen mich Leute, wie fühlt sich denn das an, wenn der Blitz einschlägt und so. Nein, also ich war sofort bewusstlos und lag am Boden und bin aufgewacht. Also, wenn mir ein Stein auf den Kopf gefallen wäre, dann wäre es wahrscheinlich eine ähnliche Erfahrung gewesen. Die schmerzvolle Episode, Etappe, die war erst danach im Krankenhaus, als so der Schock weg war und dann irgendwie erst mal klar werden musste, was eigentlich alles nicht stimmt so. Wo ist der Blitz denn in den Körper reingegangen? Im Hinterkopf. Also ich hatte so eine Narbe da, so eine verschmorte. Erst dachten sie, ich hatte mir vielleicht den Kopf aufgeschlagen, aber dann habe ich gesagt, die ist völlig verschmort, die Wunde und so. Und das war sicher der Blitz. Und sah aus, als hätte man irgendwie so ein Samurai-Schwert da von oben reingesteckt. Also im Hinterkopf rein und dann bei den Füßen wieder raus. Ja. Genau. Und das Verrückte ist ja eigentlich, dass der Blitz ja dann offensichtlich durch den Körper durch ist, aber keinerlei Organe verletzt hat. Genau, da ist also genauer gesagt eigentlich außen am Körper entlang. Okay. Den Schuh haben wir ja eben schon mal im Film gesehen. Ja. Ich kann hier mal noch die Hose zeigen.
Ja, das ist die Hose, die Matthias anhatte. Und oh, das Mann. Ist das T-Shirt. Fuck. Ja. Oh. Kann ich eben Fasching als Zombie gehen? Karneval. Ja. Also das ist, wirklich, das ist wirklich unglaublich. Ja. Ich glaube, das war eine sehr intensive Erfahrung. Du, Katrin, ist ja heute Abend mit hier. Herzlich willkommen, guten Abend. Hi, Sie natürlich ganz besonders auch. Ja, ja, klar. Ja, dann du bist ganz in der Nähe, weißt, du kannst aber erstmal nichts tun. Ja, für alles, was kommt, nur das Beste. Ja, heute bei uns sind es 800 Euro geworden. Herzlichen Dank. Ja, darauf passen wir gut auf, weil ich glaube, das ist dir auch wichtig, ne? das auf jeden Fall zu behalten. Ja. Matthias aus Innsbruck, meine Damen und Herren. Dankeschön für den Besuch. Alles Gute. Ja, unglaubliche Dinge, die Menschen so in ihrem Leben erleben. So, habt ihr Lust? Unbedingt. Ja, total. Einen haben wir noch. Ja, super. Wir heben uns ja immer noch ein ganz besonderes Highlight für das Ende der Sendung auf. Herzlich willkommen, Richard Brüdern. Hm? 87 Jahre alt, das darf ich sagen. Das stimmt. Da gibt es einen extra Applaus. Ja. Und hier ist die Geschichte von Richard Brüdern. Der Lacher hat mich irritiert. Was macht er bei den Senioren mit dem Stock? Hm? Macht einen Stock mit. Ich habe ein bisschen Angst. Der Stock macht uns Angst. Bei der Selbstverteidigung gewesen. Hm? Stefanie beginnt. Ja. Und der Ratehinweis lautet: Auf den Partys war er immer der Älteste. Läuft die Zeit schon? Jetzt. Okay. Sie waren immer der Älteste. Waren Sie wirklich auf Partys? Nein. Waren es Versammlungen? Ja. Waren Sie da beruflich? Ja. Hat es was mit Kindern zu tun? Nein. Hat es was mit Musik zu tun? Bei mir? Nein. Haben Sie etwas erfunden? Bitte? Haben Sie etwas erfunden? Nein. Ist es... Ach, Partys war immer der Älteste. Waren Sie wirklich, waren die anderen alle jünger als Sie? Okay. Wirklich? Ja. 1:1. Ja. Die anderen waren alle jünger. Ja, im Schnitt, ja. Waren Sie ein Lehrer? Sind Sie Lehrer? Nein, 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 nein. Professor? Nein. In der Schule war ich immer schlecht. So, die ersten 200 Euro. Jörg? Richard, suchen wir Ihren Beruf? Nein. Suchen wir ein Hobby? Nein. Ja, nein, was wir suchen, ist nicht das Hobby. Nein, nein, das ist nicht das Hobby. Suchen wir eine persönliche Leistung von Ihnen? Nein. Ja, doch, das würde ich sagen, ja. Doch, ich muss ja immer daran denken, was die denken. Doch, das war schon eine Leistung. Da sind Sie zu bescheiden jetzt. Also suchen wir ein besonderes Ereignis von Ihnen? Ja. 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 Ist das in Ihrer Jugend passiert? Nein. Nein. Ja. Nein, es war... Ja, was soll ich darauf sagen? Ja, nein. Im Sinne der Geschichte... Die Wahrheit, bitte die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ist nicht in der Jugend passiert. Gut, nein. Ist das innerhalb der letzten 5 Jahre passiert? Ja. Ja. Okay, dann sind wir ja schon weiter. Mhm. So, es sind 400. Wir müssen ja immer an die Lösung denken, um die es geht, deswegen. Ne? So, Bernhard, Netzschwätze in der Klasse. Entschuldigung, ich mache aus Kaugummi raus. Es ging nicht um die Geschichte. Ja, natürlich. War was Privates. War was Privates. Hallo Richard, haben wir dir etwas zu verdanken? Nein. Hast du etwas entdeckt? Nein. Hast du dir etwas ausgedacht? Nein. Hast du etwas erlebt? Nein. Hat es was mit deiner Person zu tun? Nein. Okay, gut, gut, gut. Es hat schon was mit Ihnen zu tun. Ja, das ist schon klar, aber nicht da, aber nicht so. Ja, klar. Hat es, und das hat mit dem, oh Gott, warst du bei irgendetwas der Erste? Nein.
der Älteste, der etwas gemacht hat? Nein. Warst Nein. du? Warst du? Aber du warst dabei. Ja. Sagen wir mal so, er war nicht der Jüngste. Hm? Also ich hake jetzt ein, Richard, weil Sie bei Jung und bei Alt einmal unterschiedlicher Meinung waren. Ja. Ich nehme also an, Sie haben etwas noch mal gemacht, was Sie auch schon früher mal gemacht haben. Ja. Nein, also ich gehe jetzt einfach mal, ja. Ich tappe im Dunkeln. Ja. Sie haben eine Leistung gebracht, eine intellektuelle Leistung. Eine geistige Leistung. Ja. Ja. Sind Sie der älteste Doktor, promovierende, der älteste Doktor, der älteste Mensch, der den Doktor gemacht hat? Das ist richtig! Ja, denn Richard hat mit 86 Jahren... Großartig. Mit 86 Jahren die Prüfung gemacht. Mhm. Aber das endgültige Buch wird jetzt in diesem Jahr, also offiziell erst im 87. Lebensjahr. Mhm. Wir müssen das Thema der Doktorarbeit müssen wir vielleicht nennen, damit man das versteht. Ja. Es geht um Mühlen und Mühlentechnik. Und es geht um Mühlen, um Wasserräder, um es noch präziser zu sagen. Richard hat mit 86 Jahren an der TU in Braunschweig promoviert. Up in the university. Das Durchschnittsalter deutscher Studenten liegt bei Anfang 20. Er hebt den Schnitt gehörig an. Richard Brüdern aus Braunschweig. Mit 86 Jahren habe ich in Braunschweig an der TU am Institut für Wasserbau promoviert. Dafür braucht es aber einen richtig wachen Geist. Hätten Sie sich die Zeit als Rentner nicht mit anderen Dingen vertreiben können? Wie das heute viele Pensionäre machen, sie versuchen, das Leben zu genießen. Und das finde ich so schrecklich. Stillstand passt nicht zu dem schlauen Fuchs. Erst Lehrer als Mühlenbauer, kaufmännische Ausbildung, Abitur an der Abendschule, Maschinenbaustudium. Als Konstrukteur reist er um die halbe Welt. Und immer dreht sich alles um Mühlen. Die Faszination kommt davon, dass mein Vater auch eine Mühle hatte. Und dann habe ich da eine Wassermühle in Rote Mühle gekauft. Und dann habe ich 40 Jahre tatsächlich Mehl damit gemacht. Über 500 Seiten hat die Dissertation mit all seinem Wissen am Ende. Ein ganz schönes Pfund. Die erste Reaktion der Leute war, dass das Ding so dick ist, da müssen wir ja so viel lesen. Wasser auf seine Mühlen. Hauptsache, er hat jetzt seinen wohlverdienten Titel. Na ja, ein bisschen Ehrgeiz muss man im Leben auch haben. I did it. Respekt, Herr Doktor. Haben Sie das mit der Hand geschrieben, auf der Schreibmaschine oder am Computer? Ich bin ein Mensch von Armin Dichruska, ich kann gar nichts. Das hat meine Tochter gemacht. Also das Schreiben und die Bilder an die richtige Stelle setzen. Ich habe gesagt, es muss 3 Zentimeter höher oder 3 Zentimeter tiefer. Und so ist das entstanden. Sie haben diktiert. Also die Texte sind hundertprozentig von mir. Ja, da habe ich gar keinen Zweifel dran. Ja. Und man muss natürlich noch dazu sagen, und darf man nicht unerwähnt lassen, Ihre Tochter hat ja durchaus vor Ihnen promoviert. Ja, die hat auch promoviert und die korrigiert mich auch immer. Das Buch ist zu lang und alle solche Sachen. Lieber Richard Brüdern, ich denke, das hat ganz viel großen Spaß gemacht mit Ihnen und ganz viele Leute auch. Ich habe das auch gern gemacht. Ja. Aber es war die letzte Dissertation. Na, kommt nichts mehr. Keine Gastprofessur Nein, oder so, da schreiben Sie nichts mehr an. Nee. Dann hoffe ich, dass Sie Zeit finden, die 600 Euro irgendwann mal auszugeben. Ja, das ist schon ganz ordentlich, oder? Herzlichen Dank für den Besuch. Bleiben Sie bei uns. Richard Brüdern, meine Damen und Herren. Das war kaum zu glauben für heute. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren, meine Damen und Herren. Tolle Geschichten, die wir heute Abend Ihnen wieder präsentieren durften. Und vielen Dank an unser wunderbares Rateteam, an Bernhard Hoeker, Hubertus Meyer-Burkhardt, Stefanie Stumm und Jörg Pilaber. Einen schönen Sonntagabend noch und kommen Sie gut in die neue Woche. Tschüss, machen Sie es gut.